Prinz Heinrich von Bayern, was erwartet uns beim diesjährigen Kaltenberger Ritterturnier? Ja, wir haben einen Rückkehrer, und zwar unseren schwarzen Ritter Fred Laforet. Der wird wieder zurückkommen und natürlich für Unruhe sorgen. Und die zweite wirkliche Neuerung ist, dass wir dieses Jahr die Truppe, die ihn besiegen wird, wird ein Heer von Frauen sein zum ersten Mal. Heer von Frauen, wie stelle ich mir das vor? Wenn Sie unsere Show schon mal gesehen haben, dann wissen Sie, dass es eine riesengroße Arena ist und wir brauchen immer sehr viele Menschen, um da schöne Bilder zu erzeugen. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal Szenen mit über 80 Damen, die mitspielen. Und da freuen wir uns alle drauf und die Proben haben schon erstaunlich gut funktioniert und wir sind sehr guter Dinge, dass sie es schaffen werden, den Schwarzen Ritter zu besiegen. Wir haben uns eine neue Loge für den darstellenden König gebaut, die für die Gäste, die schon mal da waren, ja früher eine Kulisse war und jetzt ein Festbau ist, bei dem wir uns alle Dinge berücksichtigen konnten, die uns in der Vergangenheit mit dem Vorgänger nicht so gefallen haben. Und das ist einfach eine neue Präsentationsfläche in der Arena, mit der wir viel besser spielen können. Haben Sie speziell ein eigenes Highlight, wo Sie sagen, boah, total der Wahnsinn? Also für mich ist es jedes Jahr natürlich, weil wir produzieren ein Jahr lang eine Show und dann irgendwann wird sie zum ersten Mal aufgeführt und dieser Premierenabend ist für mich immer mein persönliches, ja, ist einfach toll, wenn man dann sieht, ob das, was man sich ein Jahr lang überlegt hat, dann auch wirklich funktioniert. Für die Gäste, die hier öfter herkommen, die wissen ungefähr, auf was sie sich einstellen können, aber es ist eben jedes Jahr was Neues, weil wir jedes Jahr eine neue Geschichte schreiben und die neu inszenieren. Und für diejenigen, die uns noch nicht kennen, ist es eigentlich fast nicht zu begreifen, was hier alles passiert. Weil es ist ja nicht nur eine Show. Ich kriege nicht nur ein 2 Stunden langes Musical oder eine Oper oder eine Show, sondern ich kriege außenrum noch ein riesengroßes Mittelalter-Festival mit 5 Bühnen und wahnsinnig vielen Walk-Acts und insgesamt, ich glaube, über 130 Marktständen und mittelalterliches Essen ohne Ende. Und es ist eine Veranstaltung, bei der tatsächlich 1200 Menschen mitwirken. Wie schaut es denn aus, Programm für Kinder? Programm für Kinder ist je nach Alter, umso jünger ist speziell der Sonntag zu empfehlen, weil da kämpfen nicht nur die Ritter in der Arena, sondern nach den Rittern können auch die Kinder versuchen, zum Ritter zu werden. Und wenn sie genug Prüfungen schaffen, dann werden sie auch tatsächlich zum Ritter geschlagen werden. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein überdimensionierter Kinderspielplatz, den ich früher selbst als Kind sehr genossen habe. Und ich glaube, dass es für Eltern eine sehr gute Entscheidung ist, mit ihren Kindern hierher zu kommen. Man muss allerdings davon ausgehen, dass das dann öfter passiert.